Hallo und herzlich willkommen zum DuliTV Adventskalender. Heute ist wieder der DuliTV Kochmodus am Start, denn wir haben uns gedacht, also in den USA zu Weihnachten kennt man den Eggnog. Bei uns ist der Eierpunsch, aber da es ein bisschen stylischer wird, wenn man Eggnog sagt, machen wir Eggnog. Und zwar brauchen wir dafür diese Sachen, die hier sind. Das ist gar nicht so viel. Man braucht nur Milch, Sahne, Eiers und Vanilleschote. Wir haben uns gedacht, scheiß drauf, Vanille ist geiler. Vanilleextrakt ist geil. Vanilleextrakt. So, schmeckt doch. Kann man auch pur trinken. Ah! Wir fangen an mit Milch. Stimmt, da war ja was. Er muss die Milch immer schütteln. 500 Milliliter sind ja die Hälfte. Jetzt haben wir schon einen Messbecher und messen es nicht ab. Warte, ich sag Stopp. Stopp. Das fühlt sich schon hälftig an, ne? Warte, kipp doch einfach den Rest hier rein. Dann wissen wir, ob wir die Hälfte haben. Okay. Das ist eigentlich voll logisch. Nur fürs Protokoll, dass wir auch genau die Hälfte haben. Scheiße, wir haben viel zu viel reingemacht. Guck mal auf die andere Seite. Andere Seite. Hä, hey, warum 300 Gramm? Ja, ist doch. Ah, 100 Milliliter zu viel. Okay, aber das ist nicht so schön. Dann machen wir einfach hiervon auch noch 50 Milliliter mehr und dann passt das. Dann brauchen wir da nur die Hälfte. Wieso ist das jetzt da drin? Scheiße! Füll das doch wieder zurück. Oh, Alter! Das wird so klick. Mach das doch auch hier vor der Kamera, damit die Leute sehen, wie unfähig du bist. Okay. Warum hat eigentlich euer Messbecher keinen... Psst. Wie heißt denn das? Psst, muss mich konzentrieren. Mach mal nicht alles rein, vielleicht brauchen wir noch einen Schluck. Gekonnt. Boah, ey, die Hand musst du auch erstmal halten. So, okay, als nächstes Schlagsahne. Kruste. Kuchrip. 250 Milliliter im Messbecher. 150. 150. Aber du musst jetzt mehr. Du musst 200. Ja, wir machen jetzt 200. So. Okay, geil. Das ist jetzt da drin. Und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Zucker. Zucker. Nein, in dem Rezept stand ohne Zucker. Dann werden alle Zutaten bis auf die Eier und der Zucker. Siehst du, da ist es nämlich. Ich weiß aber nicht, wie viel wir davon brauchen. Warte, probier erstmal, wie doll das schmeckt. Ja, schütt mal so ein bisschen. Boah, das ist schon viel, ey. Ja. So, das reicht. Wenn ich mach mal nach noch ein bisschen drauf. Also selbst wenn es zu wenig ist, kommt da noch mehr Geschmack rein. Also wir müssen jetzt das Ganze erhitzen. Ja. Dann werden alle Zutaten bis auf Eier und Zucker in einen kleinen Topf gegeben und in mittlerer Temperatur auf dem Herd erhitzt. Die Masse sollte auf keinen Fall kochen. Sie soll wirklich nur heiß werden. Während das passiert, können wir uns die Eier kümmern. Die Eier machen wir jetzt einfach schon mal. Wie viel brauchen wir? 4 Stück brauchen wir. Wir müssen das Eigelb und Eiweiß trennen. Wir brauchen nur das Eigelb. Okay. Das hat ja perfekt funktioniert. Ich glaube, so funktioniert das nicht. In den Videos sah es viel cooler aus. Wir haben jetzt schon verkackt. Folgendes Problem ist passiert. Ich habe aus Versehen das Eigelb kaputt gemacht. Das muss eigentlich heile bleiben, sonst funktioniert das nicht. Da wir es haben kommen sehen, haben wir noch ein Ersatzei. Nun. Ich war ein bisschen euphorisch, was das Eikloppen angegangen ist. Mal rein, theoretisch haben wir es nämlich jetzt schon. Ja, aber, oh nein! Doch, wir machen das jetzt. Wir machen das so wie in dem Video. Okay, okay. Du musst mehr Luft rausdrücken. Das funktioniert? Das kommt doch wieder raus, wenn ich es hochhebe. Jetzt ist das kaputt gemacht. Ganz im Ernst, das ist die dümmste Idee auf der ganzen Welt. Das funktioniert. Warum funktioniert das in dem Video so cool? Machen wir es oldschool, oder? Dann trennen wir jetzt Eier so, wie Mutti uns das gezeigt hat. Das Internet hat mal wieder gelogen. Genauso wie mit, wie heißen sie nochmal? Fidget Spinner. Wie hieß die Teigware? Fidget Spinner. Churros. True Blood. Mach mal jetzt hier bitte. Churros, ja. Schon oh nein, Bro! Alles gut, wir retten das. So, ich hab's perfekt abgeteilt. Wir tun die hier wieder rein erstmal, die getrennten. Wo hast du das hin? War quasi schon das Weihnachtsgeschenk für Tuchen. Eiweiß. Boah, guck dir die Schlotze an, die hier runterhängt. Jetzt haben wir 2 für einen Internet-Trick geopfert, der nicht funktioniert hat. Aber wer kommt auf so eine dumme Idee? Ey, ich hab's perfekt gemacht. Es war ja perfekt eingesaugt. Vielleicht war auch wirklich der Grundgag der zu großen Flasche das verantwortlich. Das kann nicht sein. Ich kick die Schlotze nicht ab da. Geil, ne? Guck mal, da haben wir einmal bei Mutti aufgepasst. Geil, wir haben 4 Eier. Bist du fertig? Ja, natürlich. Dann lange. Auf zum Herd. Da. Okay, dann habe ich schon mal ordentlich was vorbereitet. Aber das Wichtigste, deshalb haben wir schon mal ein bisschen was freigeräumt. Die Geheimzutat. Die Geheimzutat der DuliTV Crew für, was machen wir eigentlich noch? Eggnog. Ich frage jetzt mal den englischen Namen. Die Geheimzutat von DuliTV für Eggnog. Speck. Speck, Speck. Backon. Wir machen Backon in unserem Eggnog.
Wir machen da jetzt noch. Das ist Salz. Das ist Zucker. Wir machen jetzt noch ein bisschen Zucker drauf. Denn karamellisierter Zucker auf Bacon ist Premium. Beste. Geil. Ab damit im Ofen. Jetzt machen wir mittlere Hitze. Mittlere. Was ist mittlere Hitze? Ist mittlere Hitze wirklich 5? Kommt drauf an, was ist denn volle Hitze? 9. Nee, Power. P ist voll, also 10 quasi. Was ist denn das höchste? Außer P. P. Ja, 9. 9, ja, dann ist 5 gut. 5 ist beste. Aber es darf nicht kochen. Wichtig. Nicht kochen. Ganz nicht wichtig. Nicht kochen. Komm, wir machen Vollgas einmal. Ja, sonst wird das doch nie warm. Du musst das auch umrühren, steht da. Ja, mach ich doch. So, jetzt müssen wir nämlich, die Eigelbmasse wird ganz einfach mit dem Zucker aufgeschlagen, bis sie deutlich heller und voluminöser wird, geworden ist. Bla bla bla. Du machst das da. Was muss ich denn jetzt hier machen? Warten, bis es warm ist. Ich hatte noch nie so wenig Spaß. Okay, doch beim Teebeutel lutschen vielleicht. Während Daniel jetzt hier darauf aufpasst, dass das warm wird, mache ich schon mal das mit den Eiern. Die müssen nämlich alle hier rein. Klatschi. Wie viel Zucker kommt da rein? Das weiß ich selber. Okay, wir haben 4 Eier da drin. Sehr gut. Eier. Erfolgserlebnis. Eigelbmesser wird ganz einfach mit dem Zucker aufgeschlagen, bis sie deutlich heller und voluminöser geworden ist. Die heiße Milchmischung wird dann unter ständigem Rühren da reingepackt. Wie viel Zucker? Das habe ich immer noch nicht. Ich lese einfach die ganze Zeit den gleichen Text. Ich weiß. 80 Gramm, das ist ja nix, das kann ich gar nicht machen. Sind das hier 80 Gramm? Das ist einfach wieder leer. Ja, mach 100, mach noch 100 voll, weil da bleibt so viel dran kleben. Das sind 80 Gramm, boah, ich hab die nicht. Ich hab die weniger als die Hälfte reingemacht. Ja. Was ist damit jetzt passiert? Weiß ich auch noch nicht. Wir sehen es, wenn es fertig ist. Eigelbmasse wird ganz einfach mit dem Zucker aufgeschlagen, bis sie deutlich heller und voluminöser wird. Richtig gemacht. Immer noch kalt. Soll es auch fester werden? Nein, voluminöser. Ich nehme mal voluminöser. Mehr. Ja. Das ist es doch. Sicher? Ja, guck mal, das ist deutlich heller. Ja, heller auf jeden Fall. Und auch voluminöser. Ich mach jetzt hier mal Vollgas. Ist warm. Ist wieder, ist warm. Ist wirklich warm. Es ist warm. Also, was ist es? Warm? Aha. Aber es soll nicht heiß werden. Und es wird jetzt auf dem Weg zum Heiß. Es kocht nämlich. Kann ich bitte mal kurz Ruhe bewahren? Ja. Wirklich nur heiß werden. Sind wir da jetzt schon? Ja, es ist heiß. Die heiße Milchmischung wird dann unter ständigem Rühren ganz langsam zu einer Eigelbmasse gegeben. Mach mal in den komplett rein, sodass ja. Du da, ja. Ständiges Rühren ganz langsam zum Eigelb, um die Eier zu temperieren und sie daran zu hindern, dass sie gerinnen. Anschließend kommt alles zurück in den Topf und wird erhitzt. Boah, das sieht richtig nice aus. Guck mal, was wir da gebraucht haben. Es ist einfach so gefühltes Rührei, was wir machen. Jetzt mach rein. Scheiße da. Jetzt kommt das ständige Rühren. 5 Minuten. 5 Minuten rühren? Ja. Wunder das. Scheiß. Wie heißt das hier nochmal? Eggnog. So teuer auf dem Weihnachtsmarkt ist. Wenn da immer so ein Bubi steht und irgendwie 5 Minuten drehen muss. Ja, komm, jetzt fertig. Mit dem Eggnog sind wir fertig. Wir haben hier das in dem Topf, das ist auch noch warm. Man kann ihn ja heiß und kalt servieren, so wie man möchte. Ich stehe eher auf kalt. Ich stehe auf warm. Aber da ich den selber so noch nie gemacht habe, finde ich es ganz cool, dass der gerade warm ist. Ja, wir haben hier unsere Tassen. Hier kommt jetzt noch der geheime Captain-Saft rein. Gute also, Captain-Saft. Captain's Choice. Das ist eine Geheimzutat. Die kann man reinmachen, die muss man aber nicht reinmachen. Das sind einfach so wie so ein Vitamin-Shake einfach noch so ein bisschen. Damit nicht nur Ei drin ist, sondern noch ein paar Vitamine. So, aber wir haben noch eine Geheimzutat. Wir haben noch eine Geheimzutat. Die war nämlich die ganze Zeit nebendran. Der Bacon. Der Bacon. Er sieht unglaublich schön aus. Wir haben ihn mit ein bisschen Zucker gemacht und... Oh. Ich will den eigentlich so wegnaschen. Ich will den da gar nicht reinmachen. Der sieht gut aus. Darf ich da auftun, mein Lieber? Bitte. Darf ich das? Ja, natürlich. Wie professionell ich das bei mir mache. Okay. Bist du bereit? Warte. Ach ja. Ja, ich mache einmal komplett. Einmal all in. Ich bin echt gespannt jetzt. Schmeckt gut. Speck, das ist so hammergeil. Weißt du, was auch noch richtig geil wäre? Na? Wenn jetzt so ein Sahnehäubchen oben drauf wäre. Mm. Und auf den Sahnehäubchen eigentlich den Speck.
Dann sieht das optisch auch noch ein bisschen schöner aus. Da habt ihr es. Selbstgemachter Eggnog mit Bacon. Geile Kombination. Also man muss einfach sagen, Bacon geht sowieso zu allem. Aber die Kombination aus Eggnog in warm mit Bacon, geil. Also Bacon und Eggs passt ja sowieso zusammen. Oh, der Dudi TV Eggnog. Geil. Gut gemacht. Vielen Dank. Falls ihr auch mal Bock auf Eggnog habt, dann guckt einfach bei Google nach einem Rezept. Oder schreibt das auf, was wir gemacht haben. Schreibt auf, was wir gemacht haben. Oder wir können das auch eigentlich aufschreiben. Das ist ja nicht so schwer gewesen. Vielleicht schreiben wir noch einen Kommentar. Oder ihr fragt, wenn ihr wirklich das Rezept haben wollt, dann schreiben wir das nochmal in die Comments. Und vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Wir essen und trinken hier noch ein bisschen auf. Und wünschen euch einen schönen Tag. Und sehen uns morgen. Reingehauen. Ich hab noch nicht fertig. Ach, warte, komm. Aufgetrunken. Tschüss! Jingle bell.